Im heutigen Video zeige ich euch, wie ich mein Schnorchel eingebaut habe. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Mein Schnorchel habe ich über die Firma Escape 4x4 aus Tschechien bestellt. Das hat alles wunderbar geklappt, bis auf die Tatsache, dass der Schnorchel eigentlich für den Terrano war, nicht für den D22, den ich fahre. Der Umtausch war aber unkompliziert und ging einfach. Und das ist das, was dann an Anleitung dabei ist. Eine Schablone. Mit ein bisschen Beschreibung auf Englisch. Die Maße passen, aber ansonsten ist die Anleitung doch sehr auf das Wesentliche reduziert. Ich habe mich also dran gemacht, erst einmal das abzubauen, was vorhanden war, Luftfilter und die Ansaugung. Die Luftansaugung war bisher durch den Radkasten vorne links hinter dem Scheinwerfer. Ich habe dann auch die Verkleidung rund um den Radkasten und am Kotflügel alles abgebaut. Das ist ein Blick in den Radkasten und da seht ihr auch schon einen Kabelbaum, der da verläuft. Ich habe mich dann dazu entschieden, auch den Scheinwerfer abzubauen, in der Hoffnung, dass ich dann besser drankomme. Das hätte ich mir aber sparen können. Da muss ich dann feststellen, als ich das alte Originalteil abgebaut habe, dass das nicht ganz so passte, wie ich mir das dachte. Links, das mit dem weißen Plastikrand, da soll die neue Ansaugung durchgehen. Und rechts, wo ich jetzt hier die Hand habe, da war das Originalteil. Das heißt also, dass das neue Teil kürzer ist als das Originale. Hier nochmal das Originalteil. Und jetzt mal gleich zum Vergleich, halte ich beides nebeneinander. Hier seht ihr es. Das neue ist kürzer als das alte lange. Ja, und dann habe ich mich noch dazu entschieden, den Frontgrill abzubauen, denn ich habe da noch einen kleinen Schaden entdeckt. Aber das seht ihr jetzt. Hier zeige ich euch mal, warum ich jetzt auch den Grill abgemacht habe. Das muss ausgetauscht werden. Die Schablone wird dann einfach passend auf den Kotflügel geklebt und ihr könnt direkt durch die Schablone durchbohren. Die Maße passen ganz gut. Ihr müsst halt vorher die kleineren Löcher körnen und markieren, damit der Bohrer nicht verläuft. Ansonsten passt das ganz gut. Dafür, dass das neue Teil der Luftansaugung nicht ganz so passt, habe ich eine Lösung gefunden. Und zwar, was nicht passt, wird passend gemacht. Der Kabelbaum muss einfach rumziehen. Ich habe neben dem Loch ein bisschen mehr Platz im Blech geschaffen, schiebe den alten Kabelbaum einfach rüber und das Loch ist frei. Anschließend habe ich die ausgeschnittenen Löcher noch ein bisschen angepasst mit dem Dremel und der Feile. Hier versuche ich mit ein bisschen Zinkspray die Schnittkanten gegen Rost zu schützen. Anschließend wird auch der Blinker wieder in das neu geschnittene Loch eingesetzt. Da habe ich einfach mit dem Dremel und der Feile so lange gefummelt, bis es gepasst hat. Anschließend kann man auch schon anfangen, die ersten Teile einzupassen. Hier zum Beispiel die Durchführung vom Motorraum in den Kotflügel-Hohlraum. Ihr solltet diese Gummitülle vor dem Einsetzen einfetten, ansonsten bekommt ihr das Gummiteil nicht über das Plastik geschoben. Hier werden die Madenschrauben in den Schnorchel eingesetzt und anschließend kann auch der Schnorchel direkt ans Blech geschraubt werden. Bedenkt aber, dass auch an der A-Säule vorne noch ein paar Nieten angebracht werden müssen. Und nun kann das Ganze auch schön zusammengesetzt werden und wir sind fast fertig.
Das ist der Originalaufsatz für den Schnorchel. Ich habe mir aber auch noch einen Zyklonfilter gekauft. Ich habe die Ansaugung extra nach hinten gerichtet, damit bei der Fahrt keine Steine oder Fliegen in die Luftansaugung kommen. Das ist übrigens der Zyklonfilter, von dem ich geredet habe. Hier wird die Luft angesaugt, schleudert da drinnen herum. Der Dreck fällt raus oder runter und dann erst geht es hier durchs Rohr in den Motor. Wird noch ein bisschen sauberer die Luft, bevor sie in den Motor kommt. Und wenn jetzt die Frage aufkommt, wofür man diesen Schnorchel oben bis ans Dach braucht, das ist nicht dafür da, damit das Auto tauchen geht. Das wird nicht die Wartiefe verbessern. Bevor da oben das Wasser ankommt, ist euch die ganze Elektronik in der Karre schon über den Jordan gegangen. Das ist dazu da, damit der Motor dort oben saubere Luft ansaugen kann, als wenn er das hinten hinterm Scheinwerfer tun würde. Wenn ihr jetzt irgendwo eine schottrige, staubige Piste fahrt, dann ist in dem Bereich mehr Dreck unterwegs, als wenn ihr da oben die Luftansaugung habt. Dafür ist es da. Einfach nur, um den Motor zu schonen und die Lebensdauer vielleicht ein bisschen zu verlängern. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat hier mit meinem kleinen Schnorchel, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und vergesst nicht, Fragen, Anregungen und Kritik einfach unten reinzuschreiben. Wenn ihr nichts verpassen wollt, wie zum Beispiel dieses Projekt hier, was demnächst folgt, dann seid gespannt. Folgt mir auf dem Kanal hier und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, ciao.